Jetzt kommt die Fliegenplage, okay. The fourth plague. Flies. Genau, Fliegen. Und die fünfte Plage ist dann die Heuschreckenplage. Die sechste Plage, wo das Vieh verendet. Und die siebte, wo das erstgeborene Kind stirbt. Das sind keine Fliegen, das sind Glühwürmchen. Die sind gut. Okay. Das wird wahrscheinlich später erst möglich sein. Hm, hier ist diesmal nix. Gut, gehe ich jetzt mal hier hin. Jetzt ist es ein Kokon. Vielleicht. Oh Gott, das. Okay. Herzen wird er jetzt. Oh Gott. Und was hat mit diesen Totems auf sich? Was ist hier nur los? Ja, das kann. Oh, ich sehe schon. Ich sehe schon, ich muss ihnen die Tiere zum Fressen geben. Oh, das wird so grausam. Das wird grausam. Okay. Ah, ich verstehe schon, wie das funktioniert. Ha, das ist mal ein cooles Rätsel. Also alle Rätsel bei Rusty Lake sind cool, aber das hier ist es gerade so richtig nice. So, okay. Das geht dann. Nee, warte mal, so geht's ja nicht. Packe ich mal kurz das hier zwischen, glaube ich. Das heute und das hier dort zwischen. Dann kann das jetzt so funktionieren, theoretisch. Ja. Das. Nessie ist hier? Nee, Leute, das ist. Nessie, bist du wirklich da? Huch! Wie kommst du denn da rein? Mhm. Wo jetzt haben wir Bestätigung, das Mädchen ist wirklich blind. Und eine Schaufel. Ich verwette meinen. Achso, der Hase lässt sich. Ah, gut, okay. Ich dachte schon, Nessie wäre wirklich hier. Mach mich doch nicht zu verrückt, Jonah. So, und na gut, hier wahrscheinlich wieder das Holz drunter, weil die Tiere dürfen wir vorher braten. Schon in Ordnung. Wenigstens sind wir so gnädig, dass wir sie vorher noch braten, bevor wir sie in den Tod und zum Fressen geben. Was ist denn das jetzt schon wieder? Okay. Eieiei, ich merke schon. Ich sage es hier. Ich darf jetzt hier die Krabbe mit Hilfe der Muscheln in die Richtung lotsen. Das ist wieder so ein richtiges, typisches Rusty Lake Rätsel, aber es ist geil. So, okay. Okay, da geht's so los. Dann schicken wir erstmal nach dort schon und dann. Ja, reicht doch. Reicht doch schon. Ah, ich muss alle Muscheln verbrauchen. Ich verstehe. Mhm. Dann vielleicht so, weil ich muss ihn dann quasi so da reinbekommen. Okay, also ich muss definitiv nach oben oder nach unten laufen, außer Anfang. Hängt vom Kochtopf ab, würde ich sagen. Okay. Hm.
Das kann so mal funktionieren. Wenn es erst aktiviert wird, wenn man alle Muscheln drin hat, dann könnte das so gehen. Ja, warum nicht, ne? Am Ende zählt nur das Ergebnis. Apropos Ergebnis. Geht erstmal nach oben, dann schicke ich ihn nach links, dann schicke ich ihn runter, dann noch rechts und dann... Das ist viel einfacher! Na, ein Kessel... Okay, doch eher kochen. Aber was, wenn wir noch einen Römertopf dazu geben? Ach du liebe Zeit. Okay, dann machen wir mal Schritt für Schritt. So, dann schicke ich ihn nach unten. Dann so, das geht nicht wirklich auf. Ich habe noch... Okay, wenn ich ihn nach links rechts schicke, es geht nicht. Das sieht alles im Auge des Betrachters. Everything lies in the eyes of the beholder. So, dann schicke ich nochmal nach da oben. Dann so. Nee, Moment. Ich darf nicht, ich sollte, Moment, anderer Ansatz. Nehmen wir mal einen ganz anderen Ansatz. So, wenn ich ihn nach unten schicke, dann so hier links, schicke ich ihn da nach oben, nach hier links, hier dann nach unten, dann hier nach rechts. Eine Muschel bleibt da wieder übrig. Mist. Nee, so geht das nicht wirklich. So geht es nicht ganz auf. Obwohl, wenn ich es so mache... Ach, was ist das äußerste Scheide? Moment. So. Aha. Hier habe ich schon was wieder vergessen. Das muss ja so bleiben. Wenn ich das dann so mache... Vor allem, was mache ich da? Die Krabbe läuft nicht von dort oben aus los. Ich sollte auch gucken, wo die richtig losläuft. Wenn ich dann so mache... Und dann so halt. Schicke ich ihn so im Kreis. Problem ist halt, weiter nach links geht nicht. Das ist der weiteste Punkt nach links. Wenn ich dann so mache. Was soll das ändern? Jetzt im Gegenteil, das bringt ja noch weniger. Schicken da vielleicht dann so hin, dann so. Nee. Vielleicht sollte ich ihn lieber nach oben schicken an der Stelle. Dann läuft er so. Schicke ich ihn nach da runter. Kann dann nach hier links schicken. Wenn ich nach hier oben schicke, vielleicht so und so. Das sollte es eigentlich funktionieren. Versuchen wir es doch mal. Das Problem bei solchen Rätselspielen ist, da muss zumindest ich manchmal ein bisschen ruhiger sein, damit ich halt das Rätsel richtig lösen kann. Sieht aber ganz gut aus. Wahrscheinlich nicht der Idealansatz, aber am Ende zählt nur das Ergebnis. Hallo.
Was zum Geier? Krabbenfleisch. Lass mich bloß in Ruhe. Miep. Okay. Doch mal ein Wurm. Super, so habe ich verstanden, was sie gesagt hat, weil der Wurm dann auf dem Weg stand. Nix. Einfach überbraten. Huh. Ich glaube, er will sich nicht verstecken. Ich glaube, da hat sich nicht eingefangen. Ich glaube eher, der versteckt sich dort. Das ist so meine Vermutung, die ich gerade habe. Fear didn't make me blind. Was hat denn dich dann erblinden lassen, du gute Dame? Ich habe schon eine Vermutung, was ich... Nee, zum Glück nicht. Okay. Krabbenfleisch? Wollte gerade sagen, Hasen essen kein Fleisch. Wäre mir zumindest neu. Es sei denn, es ist natürlich die wilde Bestie aus... aus Dingens. Aus Dingsbums, weißt schon, aus, Ritter der Kokosnuss. So, dann schicken wir die Folie da kurz weg. Wir machen die simpelste Falle aller Zeiten. Und, sorry Vogel. Was zum Ficken? Ist das ein Anzug? Ist das wirklich jetzt so? Was zum Geier? Vogelherz. Oh Gott, du bist so... Leute, ich will ja nichts sagen, aber der macht mir wirklich Angst. Mami. Ah, Moment, jetzt verstehe ich, die Oma ist ein Kochtopf. Ich hab die Oma gekocht. Go find your brother. Hab ich schon. Ah, nee. Ja, doch, hab ich schon. Aber, den Onkel habe ich auch gefunden. Der ist in ein Loch. Nee, oder? Das mit den X-Augen, das ist so albern. Mein Bruder hilft mir gerade beim Sammeln von Herzen. Gott, guck mich nicht so an! Gott, das ist... Also ohne Witz, das ist bisher das Gruseligste. Wo ich wirklich sagen muss... Hier habe ich wirklich Horror-Effekte. Aber ich frage mich immer noch, wofür ich jetzt die Schaufel brauche. Kann ich die Tiere begraben? Aber nicht. Gott, ist das creepy. Meine Fresse. Kann ich das anzünden? Nö. Gut, und das Fleisch? Wahrscheinlich dann auch rein, oder? Ja. Wahrscheinlich dann auch quasi das Herz gewesen sein. Dann nun das Vogelherz. Und was hat es mit diesen Totems auf sich? Sind es einfach nur jetzt... Sind diese Totems wirklich nur dafür das Rätsel? Oder haben die auch irgendein... eine Bewandtnis. Oder haben wir den Diamanten? Offensichtlich ein Rubin ist, ein Smaragd. Ist grün halt. Open the door! Okay, wo komme ich jetzt? Ach, da ist der Vater und der hat das. Der hat einen schwarzen Würfel. I need her memories. I need to find. Das ist nicht gut. Okay, haben wir wieder ein Rätsel. The glorious day of the lake will come. You will find death, the other alignment. Einer wird den Tod finden, die anderen in Erleuchtung? Ja, die anderen erleuchtet werden. Erleuchtung. The chosen one.
Der Hirsch wieder. Da haben wir hier Mr. Owl, Fisch, Glatzkopf. Das Elixier ist vom Leben und Tod. Kennt man ja. Moment mal, hier ist er auch. Moment. Ha! Ist egal, hier ist die Lösung für das Rätsel an der Wand. Es ist gleich an erster Stelle. Dann haben wir hier. Drei. Das, dieses Symbol ist an der dritten Stelle. Das hier ist also ein Kult, eine Religion quasi. Na gut, aber das hatte ja schon. Haben wir schon erfahren. Nur die haben, glaube ich, diesen Kult erschaffen. Die Extraktion der Erinnerung. Der hungrige Geist. Balanciert die Substanz dein Vorleben aus. Okay. Er balanciert die Substanz deine Vorleben aus. So rum. Das ist X. Wahrscheinlich dann halt für 10. Der heilige our memories belong to the lake. Der Auserwählte. Mr. Otis, also der Auserwählte. Okay. Gut zu wissen. Also rufen wir mal. Du kommst dorthin. Du bist die 8. Du die 1. Und du die 3. Was kommt jetzt? Ich habe das dumpfe Gefühl, dass sie jetzt seinen Vater umbringen wird. Daddy! Dreh dich mal um, bitte. Igitt. Der Opfer. Okay. Ich kann mir schon denken. Say, what the fuck? Könnt ihr mal ein bisschen mehr aufklären? Habt ihr bisher eine Idee, was zur Hölle hier eigentlich los ist? Weil bisher passiert eher genau das, was ich schon fast vermutet habe. Es kommen noch mehr Fragen auf, als bisher beantwortet werden. Ich hab damit gerechnet. So, jetzt verschwinden die Fliegenplage. Meine Güte. So, jetzt sollte, glaube ich, dass die Heuschreckenplage kommen, oder? Ah, nee, jetzt kommt das tote Vieh. Ah. Ja, die Würfel sind los, du sagst es.